Nochmal einen guten Morgen zusammen. Ja. War ein sehr schönes Lied, was ich gesungen habe. Da geht das Thema auch heute drum. Aber ganz zum Ende kommen wir dahin. Wir haben letztes Mal, wo ich da war, in Philipper gelesen, in Philipper 3, die Verse bis 17. Und das Thema war letztes Mal, so habe ich es genannt, ergriffen von Jesus, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. So habe ich das genannt. Das hatte Paulus gesagt, ich bin ergriffen von Jesus Christus. Und das Thema heute ist, Nachahmer zu werden. Nachahmer. Ich lese mal die Verse vor, Philipper 3, Vers 17 bis Ende 21. Seid miteinander, meine Nachahmerbrüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Seid miteinander meine Nachahmerbrüder und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Schau Aufruf. Davor sagt er in Vers 12, im gleichen Kapitel, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Das ist in ihm. Und jetzt sagt er, werdet mein Nachahmer. Und schaut, wie wir auf uns, wie wir leben. In Kapitel 4, 9 steht was nochmal ergänzend dazu. Da steht, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das kommt nachher nochmal zur Bestärkung. Da steht noch was drin. Das tut. Also das erste ist mal sehen, dann das machen zu wollen, nachahmen, nachjagen und dann das zu tun. Drei Dinge. Erst muss man erkennen, was. Dann muss man sich entscheiden, es auch gleich zu tun und dann muss man es auch noch tun. Es geht um Entscheidung. Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. In der Anrede steht hier, Brüder, seid meine Nachahmer. Nicht, dass die Dame sich zurücklehnen wollte und die Frau, gilt auch für die Frau. Damals war es üblich, die Brüder anzusprechen in der Gemeinde, weil sie die Vorsteher waren im Haus, war der Mann auch das Haupt, so wie es auch Gott vorgesehen hat. Aber hier sind natürlich die ganze Christenheit gemeint. Die Gläubigen. Aber Nachahmer ist man nur, indem man sich entscheidet, auch so werden zu wollen. Wenn ich mich zurücklehne und sage, ja, schön, wie er das macht, lass ihn mal weitermachen, dann wäre ich nur kein Nachahmer. Ich muss für mich eine Entscheidung treffen und sagen, das, was ich sehe, ist gut und so möchte ich auch leben. Manchmal müssen wir in diese Welt schauen, um zu erkennen, was dazugehört, um ein guter Nachahmer zu werden. Ein guter Schauspieler, der beschäftigt sich mit dieser Person, die er darstellen soll, ganz intensiv. Der liest darüber, der schaut, was für Macken das da hat. Er beschäftigt sich Tag ein und Tag aus mit dem, den er darstellen soll. Wir müssen uns auch damit beschäftigen. Wenn wir jemanden nachahmen oder nachjagen oder nachfolgen wollen, dann müssen wir doch den kennen. Wenn ich ihn nicht kenne, dann wird es wohl schwer,
so zu leben. Und was gehört auch noch dazu? Ich muss mich selbst auch kennen. Wo es mir schwerfällt, so zu leben. Wenn ich im Paulus sein Leben betrachte, gibt es Dinge, da muss ich schon sagen, ich wüsste nicht, ob ich das alles so einfach gemacht hätte wie er. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht kommt noch der Punkt, wo ich sage, ich hätte das alles gleich gemacht. Würde mich freuen drüber. Aber er hat viel preisgegeben, um Gott nachzufolgen. Und er schreibt im Brief an die Philipper, werdet meine Nachahmer. Werdet auch so. Was hat er denn preisgegeben? Er hat seine Herkunft alles preisgegeben. In Kapitel 3, 8, die Verse, schreibt er, was er gehabt hat. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christus rühmen. Da sagt er erstmal, was er ist. Und nicht auf Fleisch vertrauen. Sowohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte, wenn irgendein anderer meint, alles was Fleisch vertrauen zu können. Ich noch mehr, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger, der Gemeinde der Gerechtigen nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christus Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christus Jesus, meinen Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Alles, was er gehabt hat, seine ganze Herkunft, vorzügliche Herkunft, alles Dreck. Sind wir der Nachahmer? Alles aufzugeben und sage, alles, was hinter mir ist und was ich als wert schätze oder wertgeschätzt habe, aufzugeben, um Christi Wille, um nachzufolgen. Ist nicht immer so einfach. Jeder nimmt sich tagtäglich mit. Wenn ich den Paulus betrachte und sein Leben betrachte, dann frage ich mich, bete ich genauso eifrig, wie er für seine Geschwister gebetet hat? Erinnere ich mich auch immer so mit Freuden an die Geschwister? Bin ich bereit, alles aufzugeben? Wir haben einen Bekannten, der ist Missionar, der kommt ursprünglich aus der Schweiz. Ich glaube, es gibt wenige Länder, die so erstrebenswert sind, wie in der Schweiz zu leben. Und er ist Missionar in Indien. Und da gab es immer mehr Probleme mit seinem Visum in Indien, mit der Ein- und Ausreisedauer und mit der Arbeit. Es ging so weit, dass er bereit war und gesagt hat, ich gebe mir meine Schweizer Staatsbürgerschaft auf, Christi Willen und bleibe Inder oder werde Inder. Ich gebe alles auf. Schon Preis. Seine Staatsbürgerschaft als Schweizer aufzugeben, eins der, wenn nicht das reichste Land, aber eins der reichsten sicher, und eins in ein Land zu bleiben und zu wohnen, hat er so oder so wollen, um Christus zu dienen. So hoher Preis. Paulus hat alles für Dreck geachtet, seine ganze edle Herkunft. Alles für Dreck. Interessant finde ich, dass der Paulus hier im ersten Vers sagt, er hat sich ja nicht alleine im Mittelpunkt oder in den Punkt gestellt, wo nachgeahmt werden soll. Er steht, und seht auf die, welche so wandelt, wie ihr uns zum Vorbild habt. Uns zum Vorbild. Können wir natürlich nur darüber spekulieren, wer damit gemeint ist. Ich habe die Vermutung, da geht es natürlich auch um Timotheus und Epaphroditus, die er davor schon genannt hat als Brüder, die er als Überbringer und wieder des Briefes und
der Ephrasidas, der wieder zurückkommt in die Gemeinde. Vielleicht meint er die. Es gibt Ausleger, die sagen, nö, die meint er nicht. Das sind Leute, die im Volk oder in der Gemeinde in Philippi schon waren. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil hier sehr deutlich gesagt hat, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ich denke, da meint er schon, der Paulus, die, die auch um ihn herum waren. Lass mal offen, ist auch nicht ganz so wichtig. Aber Paulus sagt, werdet Nachahmer. Und im 1. Korinther 11, 1 lese mir, dass Paulus selber Nachahmer ist. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christus Nachahmer bin. Wenn Paulus ein Nachahmer Christi ist oder war, so ist doch eigentlich sein tatsächlicher Aufruf, werdet Nachahmer Christi. Er sagt zwar, seht auf mich, wie wir leben, oder auf uns, wie wir leben, aber wir leben so, wie Christus uns vorgelebt hat. Epheser 5, 1, ich stelle es nochmal deutlicher. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Seid nun Nachahmer Gottes. Da ruft er uns Christen auf. Das sind wir gemeint. So geht es nicht darum, in erster Linie den Paulus zu betrachten, sondern Christus selbst. Warum soll man einen Nachahmer Christi betrachten, wenn wir Christus selber dürfen betrachten? Das Original ist immer besser. Es ist nur die Frage, wo können wir denn Christus, Jesus Christus, besser kennenlernen als wie in der Bibel? Nirgends. Das heißt, ich komme zurück zum Beginn, wenn ich sage, wir müssen uns mit einem Leben befassen, wenn wir Nachahmer werden wollen, dann müssen wir auch darin forschen, um ihn zu erkennen, wie er gelebt hat, wie er uns vorgelebt hat. Nirgends finden wir mehr darin, wie in dieser Bibel, die uns von Gott in die Hand gegeben worden ist. Da ist das alles Wichtige drin, was wir wissen müssen, um Nachahmer zu werden. Der Paulus war Nachahmer Christi, er war ergriffen von Christus. Und das finde ich so wunderbar, ergriffen zu sein, das Wort. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und es betrachten, ja, dann können wir auch mehr und mehr ergriffen werden. Und ich habe so mal dieses Bild gedacht, ergreifen. Wenn ich jemand ergreife, dann kann ich ihn auch führen. Nicht mit Gewalt. Aber ergriffen sein hat auch viel damit zu tun, mit sich führen zu lassen. Sich in eine Hand begebe, in die Hand Gottes. Ich habe jetzt nur ein paar Wesenszüge von Jesus im Philipperbrief rausgeschrieben. Nur ein paar einzelne, die mir so schnell aufgefallen sind. Schon allein in diesem Philipperbrief können wir ganz viel von Jesus erkennen. Kapitel 1, 1. Da steht allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Ich lese nur in Auszüge immer vor. Heiligen, abgesondert in Christus, abgesondert in Christus, für ihn, von und in dieser Welt. Alle Heiligen in Christus. Abgesondert sein für ihn und zu ihm.
Er ist unser Ruheort. Kapitel 1, 21. Da schreibt der Paulus, denn das Leben ist für mich Christus. Er hat es begriffen. Christus, das ewige, wahre Leben. Der Paulus war, in Paulus war klar, dass er vergänglich, dass diese Erde und er vergänglich ist. Das menschliche, normale, irdische Leben und danach der Tod kommt. Er hatte die Ewigkeit vor Augen. Jesus ist das ewige Leben. Ist der einzige Weg. Da oben steht der Vers, der erinnert uns immer wieder dran. Kapitel 2,1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, da steht so viel drin über Jesus. Er ist ermunternd, Trost, tröstend, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, ist er. Herzliches Mitleid und Erbarmen, das hat er mit uns gehabt. Nur ganz kurze Auszüge, wie wir ihn kennenlernen können, unser Jesus. Kapitel 2,8. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod. Er war gehorsam dem Vater. Wesenszug von Jesus. Er war gehorsam dem Vater. Kapitel 3,1. Freut euch im Herrn. Er ist die Quelle der Freude. Der wahre Freude, er ist die Quelle. An ihm und durch ihn können wir uns tagtäglich erfreuen. Von morgens bis wir schlafen gehen. Die Quelle der Freude. Kapitel 3,9. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Er, Jesus, macht uns gerecht vor dem Vater. In einem wenigen Kapitel habe ich mal nur ein paar Dinge rausgeschrieben. Wie wir Jesus erkennen können in der Bibel. Wenn wir uns das, würde in allen Briefen, in der Neue, also im Neuen Testament, mal alles rausschreiben, so, was Jesus für uns ist und was er uns gegeben hat und geschenkt hat und seine Eigenschaften, mir würde staunen, wie viele Blätter das man brauchen würde. Und wir sollen Nachahmer werden. Der Aufruf, wie er gelebt hat. Vers 17 ist der Aufruf in dieser Verse, 17 bis 21. Jetzt kommt 18 und 19 und da geht es um eine Warnung. Warnung, ja. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun, aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Feinde des Kreuzes. Die gibt es auch heute. In Massen. Deren Ende Verderben ist. Ewiges Verderben. Da warnt er sie davor. Und er warnt sie nicht nur vor, mit Weinen, sagt er es. Da merkt man mal in Paulus auch sein Herz, weil er weiß, wo sie hingehen. Es tut ihm leid in seinem Herzen, dass die es nicht ergriffen haben und keine Nachahmer sind. Da steht, ihr König, ihr Gott ist der Bauch, deren Gott der Bauch, ja. Da können wir natürlich noch viel mehr dazu sagen. Der Bauch, Verlangen, Genusssucht. Es gibt auch andere Dinge, die im Menschen ganz schnell wichtig sind, wie Stolz, Hochmut. Einfach typische gefallene Wesenszüge, typische Wesenszüge des gefallenen Menschen.
Ich habe mich gefragt, warum sagt er das? Und führt es hier an. Hier steht ja, denn viele Wanden, von denen ich euch oft gesagt habe. Das heißt, sie sind um die Philipper rum. Und ich glaube, das war einfach für sie eine Warnung, dass deren Einfluss auch für die Philipper schlecht sein konnte und sie von Gott wegziehen konnte. Zumindest auf ihr Glaubensleben einen negativen Einfluss zu haben. Wie mehr ich mich mit Menschen beschäftigte und gleich sein will in meinem Herzen, wie sie, umso mehr setze ich mich der Gefahr aus. Gott kriegt die in den Hintergrund zu setzen. Ich muss jetzt ein Einschub hier machen, warum ich das auch so aufführe. Für mich ist der Philipperbrief, je länger, dass ich da drin gelesen habe, kostbarer und kostbarer geworden. Und dann ist mir irgendwann mal klar geworden, welches Ziel der Philipperbrief eigentlich gehabt hat. Da kann natürlich ganz verschiedene Auffassungen sein, aber für mich ist das ganz klar geworden, der Philipperbrief ist von Anfang an ein Wegweiser, ein Leitfaden für einen gottgewollten Lebensweg. Ein Wegweiser. Von Anfang an, der zum Ziel, hier in Vers 20 und 21 beschriebe, ins himmlische Jerusalem führt. Von Anfang an. Ich möchte auch mal sagen, warum, dass ich da auch das so betone, dass das ein Wegweiser ist. In Kapitel 1 wird Ermunterung ganz groß, trotz Gefangenschaft dienendem Evangelium. Kapitel 1, 27, 30, ermutigend für das Evangelium zu kämpfen. Aufruf zum Kämpfen für das Evangelium. Kapitel 2, Verse 12 bis 18, ermutigend ein Vorbild in der Welt zu sein. Kapitel 2, 19 bis 30, ermahnend, Brüder in Ehren aufzunehmen. Kapitel 3, 1 bis 8, Warnung vor falschen Lehren, gebt acht. Kapitel 3, Vers 9, das ist ganz wichtig, Rechtfertigung vor Gott durch Jesus. Da wird es ganz klar gesagt, gerechtfertigt durch Jesus, durch Glauben an ihn. Dann ab Vers 10 und 11, bereit sein zu leiden, den Weg zu gehen. Vers 11 bis 16 in Kapitel 3, sich von Jesus ergreifen zu lassen. Und in jedem Kapitel ist immer der Aufruf, freut euch im Herrn, freut euch an Jesus. Das kommt in jedem Kapitel vor. Und nun in 3, 17 bis 21, Warnung vor falschen Einflüssen und Ermunterung des Gläubigen auf das Ziel, aufs himmlische Jerusalem zu blicken. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, blickt aufs Ziel. Aber habt Acht, lasst euch stärken, freut euch im Herrn, ermuntert euch gegenseitig, schätzt euch gegenseitig. Wir brauchen in unserem Leben Wegweiser, die uns immer wieder Christus groß machen. Das ist das Wort Gottes. Aber das sind auch Geschwister, und Brüder und Schwestern. Das sind unsere Wegweiser hier. Wir brauchen Wegweiser, die uns immer wieder unsere Augen aufs Ziel richten. Und der Paulus hat hier die Philipper von Anfang an Schritt für Schritt auf das Blick aufs himmlische Jerusalem hingeführt, auf die Ewigkeit. Der Blick vom Jetzt weg, der Blick auf die Verse 20 bis 22. Und da steht was ganz Wichtiges. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wenn ich mich betrachte,
passiert es ganz oft im Alltag, dass das aus dem Blick kommt. Dass man das vergisst. Dass man denkt, hier. Mir ist da ein Bild dazu eingefallen. Unser Leben ist wie eine Reise. Am Tag der Bekehrung machen wir uns auf den Weg zum himmlischen Jerusalem, in die Ewigkeit. Aber wenn wir hier eine irdische Reise vornehmen, ist ja ähnlich, dann wollen wir ein schönes Ziel, was uns als schön gefällt, aussuchen. Wir gehen nicht irgendwo dahin, wo es uns vielleicht gar nicht so gut geht. Aber der Weg dahin, das kennen viele Eltern mit Kindern, die mit dem Auto im Hochsommer unterwegs sind, die Klimaanlage vielleicht noch ausfällt und ein großer Stau da ist, ist nicht immer die erholsamste Zeit. Die kann sehr, sehr anstrengend sein. Der Weg dahin ist schwer. Aber beim Ankommen, da freut man sich. Jetzt bin ich da. Ich weiß nicht, wie viele das bei euch im Urlaub waren, im Sommer. Und wo sie dann an dem Platz angekommen sind, wo sie sich vielleicht gewünscht haben oder ausgesucht haben als Urlaubsziel, dann angekommen ist und dann vielleicht noch das Auto ausgeladen hat oder sein Gepäck hingelegt hat, dann erstmal schön. So ist das mit unserem Leben auch. Der Weg ist manchmal beschwerlich. Aber das Ankommen am Ziel, das was da in Vers 20 und 21, eigentlich 21 steht, das ist das Herrliche. Es gibt da einen riesen Vorteil. Von dem Ziel müssen wir gar nicht mehr zurück. Da sind wir in der Herrlichkeit. Der Urlaub geht vorbei, man muss wieder zurück, da kommt der gleiche Stau wieder im Rückfahrt und die Beschwernisse kommen wieder. Aber da angekommen, da ist man wirklich am Ziel. Und da ist unser Bürgerrecht. Jeder, der Christus im Herzen hat, Jesus Christus, wo der Heilige Geist in seinem Leben ist, der ist da zu Hause. Und die Jahre oder Tage oder Monate, die wir hier haben, ist nur der Weg. Nur der Weg. Ich möchte die Verse nochmal lesen, 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten auf dieser Reise. Viele Gläubige erhoffen und erwarten, und das dürfen wir auch, die Wiederkunft Christi. Und die erhoffen und erwarten, dass er sie vielleicht auf diesem Leben, in einer schwierigen Lebenssituation herausholt und gleich zum Ziel bringt. Gott kann es, gar keine Frage. Aber das bestimmt er wann und wie. Souverän. Generationen vor uns erwarten und erbeten das tagtäglich. Ich bete, dein Wille geschehe. Du weißt, wenn es richtig ist. Er ist doch souverän. Ich muss mir darüber gar keine Gedanken machen, wann das ist. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Auslegungen, Gedanken es dazu gibt.
wann es sein wird, wie es sein wird, zu welchem Zeitpunkt und wo. Gott ist souverän, er weiß, wenn es richtig ist. Aber ich weiß, ich muss auf dem richtigen Lebensweg sein. Auf dem richtigen Weg dahin. Ich möchte auch eine Geschichte erzählen im Urlaub. Vor knapp 2 Jahren. Da waren wir in Italien, an der Riviera. Und da wollten wir einen Berg hoch. Und unsere Tochter hat so ein schlaues Navi gehabt. Und gesagt, okay, wir fahren mal hier, das ist ein bisschen kürzer. Das Auto war, glaube ich, 4 Wochen alt. Links ging es steil runter. Rechts war hoch und auf der Straße lag immer Fels, so kleinere Felsbrocken. Die Straße war nicht breit. Rechts und links noch ein bisschen Gebüsch, sehr eng. Es hat immer noch im Auto schön gekratzt. Ich war froh, als mir die Strecke, es war vielleicht 4, vielleicht 5 Kilometer, 3/4 Stunde, haben wir gebraucht. Ich glaube, da wären wir zu Fuß 2-mal durch. Man musste immer wieder mal aussteigen, Fels wieder auf die Seite tragen. War Abkürzung. Aber keine gute. Es kommt darauf an, dass wir auf dem richtigen Lebensweg sind. Und dann ist so, ich kann da sagen, Gott hat uns bewahrt, dass die Straße noch breit genug war fürs Auto und dass die Sträucher und Gestrüpp keine tiefe Spur im Auto hinterlassen haben, weil das ein Leasingfahrzeug war. Und wenn es dann so am Auto entlang quietscht, das kann jeder nachvollziehen, das ist kein schönes Geräusch. Aber Gott hat Bewahrung geschenkt. Wir kamen dann ans Ziel an. Und so schenkt er auch uns auch heute seine Bewahrung. Er will, dass wir ans Ziel ankommen. Aber wir müssen auch immer wieder das Ziel vor Augen haben. Das erwartet er von uns. Das himmlische Jerusalem muss auch unser Ziel sein. Er entscheidet, wann und wie und wo wir am Ziel ankommen. Der Paulus beschreibt es im Kapitel 1, 23, und das finde ich so schön. Ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Aber er weiß in gleicher Weise, es ist auch wichtig, dass ich noch da bin. Wir haben vorhin in der Einleitung so was Schönes gehört von der Esther. Wir sind da, weil wir einen Zweck erfüllen. Wir sind da zu Gottes Ehre, in erster Linie, um Gott anzubeten, Tag für Tag, durch unser Leben, nicht um ein eigenes Leben schön zu machen, um Gott anzubeten, ihm zu dienen und das Evangelium weiterzugeben. Wir brauchen Wegweiser in unserem Leben. Wieder Paulus, der Philipper im Brief, eine gewisse Wegweiser gegeben hat, Schritt für Schritt, hat er gesagt, da geht es zum Ziel. So haben wir auch Wegweiser, wir haben das Evangelium, wir haben die Schriften, die uns auch zum Ziel bringen, wir haben Gläubige, die uns helfen. Und jetzt sollten wir wieder Wegweiser sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dass auch sie zum Ziel kommen. Wir sind nicht da um unseretwillen. Wir sind da, um Gott Ehre zu schenken. Der Paulus hat es verstanden. Dass er hat geschrieben, abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Er hat gewusst, er hat vor Auge gehabt, der unseren Leib der Niedrigkeit, also seinen Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig. Das hat er vor Auge gehabt. Er hat gesagt, wenn ich da bin am Ziel, dann bin ich in vollkommener Gegenwart Gottes. Und nichts wird mich mehr bedrücken. Keine Last mehr. Kein mühsamer Weg. Keine Probleme. Herrlichkeit.
Wir haben am Freitagabend über das Wort Herrlichkeit definiert, geredet, was das eigentlich, wie wir uns das vorstellen. Dürft ihr mal drüber nachdenken, was Herrlichkeit ist. Wird da jetzt die Zeit nicht ganz ausreichen, darüber zu sprechen? Ist gar nicht so einfach. Aber ein Stück weit kann ich sagen, es ist zu ruhen, angekommen zu sein und in Freude und Anbetung zu leben. Ich möchte mit einem Vers, der mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, noch schließe und was dazu sage. Und zwar Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte halten, im Sinne von bewahren. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Ich finde sowas Herrliches. Wenn hier jemand sich bekehrt, dann ist Gott in ihm. Meine Liebe, wenn Jesus und Gott Vater durch den Heiligen Geist hier schon Wohnung in uns macht, dann können wir doch sicher sein, dass wir auch nach unserem Leben bei ihm Wohnung haben in Ewigkeit. Wenn er uns schon hier in dieser sündebelastete Welt in uns Wohnung hat, wie wird die Wohnung in dem himmlischen Jerusalem sein? Wir haben jetzt vorhin das Lied gesungen, deswegen habe ich das Buch mitgenommen. Ich fand es so wunderbar. 474, das Lied und Vers 3 oder dritte Strophe. Lass uns immer handeln nach Jesus Sinn, so wie es die Bibel uns sagt. Unser Weg führt dann zum Himmel hin, wenn man nach Jesus fragt. Nachahmer, Nachfolger werden. Wir können uns üben. Herr Jesus, ja, wir dürfen danken, dass du vorausgegangen bist und dass du willst, dass wir Nachfolger werden, dass wir leben zur Ehre des Vaters, zur Ehre dir und den Weg auf uns nehmen und nicht auf die Umstände schauen, sondern auf das Ziel, in der Ewigkeit bei dir zu sein. Und wir wissen auch, dass wir auf dem Weg uns nicht auf uns verlassen, auf uns verlassen können und überhaupt dürfen, sondern dass wir dich brauchen, der uns auch zum Ziel führt. Und wir bitten dich, Herr, hilf du uns, nimm du uns bei der Hand, gib du uns Kraft, diesen Weg zu gehen. Und wir wollen uns tagtäglich auch wieder neu entscheiden, dieser Weg Schritt für Schritt bis ans Ziel mit dir zu gehen. Und in allem sei dir und dem Vater im Himmel Dank und Anbetung. Amen. Amen. Unterwegs in den Urlaub, wenn man am Urlaubsort ankommt, dann ist man ja an einem fremden Ort, eben nicht zu Hause. Und die Gläubigen dürfen dann, wenn sie am Ende ihres Lebens ankommen, sagen, ich bin jetzt endlich zu Hause. Zum ersten Mal zu Hause. Das muss unglaublich schön sein. Vielen Dank, lieber Jürgen, für deine Predigt an uns und lasst uns das Gehörte mitnehmen. Und abschließen mit dem Lied 278. 278. Ich wünsche euch Gottes Segen für die kommende Woche.